Liebe GenossInnen, wir leben in aufwühlenden, ungewöhnlichen, anstrengenden Zeiten. Corona und die Maßnahmen verlangen uns allen viel ab. Millionen Menschen haben Existenzsorgen. Sie dürfen nicht arbeiten oder schuften sich in Krankenhäusern und Supermärkten, mehr kaputt denn je. Sie betreuen ihre Kinder selbst und wissen nicht, wie es weitergeht. Und sie sorgen sich um ihre Liebsten und werden von Regeln zermürbt, die ehrlich gesagt kaum noch wer versteht. Diese Krise ist hart für alle, aber sie trifft nicht alle gleich. Jede Dritte hatte im letzten Jahr Einkommenseinbußen. Und zwar das Drittel, was sowieso schon wenig hat. Währenddessen haben sich die drei reichsten Deutschen 37 Milliarden Euro kassiert. Das Geld ist nicht weg, es ist nur woanders. Und auch die Internetkonzerne machen sich die Taschen voll. Jeff Bezos könnte allen MitarbeiterInnen von Amazon 85.000 Euro zahlen und hätte doch genauso viel wie vor der Krise. Das sind in Sachsen 3 bis 4 durchschnittliche Jahresgehälter. Aber dann den Arbeitern und Arbeiterinnen FFP2-Masken verweigern. Das ist ungeheuerlich. Und ich möchte an der Stelle meinen Genossen Peter aus dem Kreisverband Westsachsen grüßen, der bei Amazon die Streiks mit organisiert. Danke, Peter. Jetzt reden alle über Digitalisierung. Aber die Krise hat gezeigt, was es heißt, wenn nicht alle Zugang haben, nämlich, dass die soziale Spaltung verstärkt wird. Und als Linke überrascht uns das nicht zugegeben, weil wir wissen, wie der Kapitalismus funktioniert. Wir wissen auch, dass Selbstverpflichtungen der Wirtschaft ein Witz sind. Das sehen wir gerade in der Pandemie, in der Ausgangssperren verhängt werden, aber die Unternehmen nicht mal verpflichtet werden zu testen. Das ist ungeheuerlich. Und ich frage mich langsam ernsthaft, was macht diese Bundesregierung eigentlich beruflich? Pandemiebekämpfung ist es offensichtlich nicht. Wir haben das heute schon gehört. Sie machen sich die Taschen voll mit Maskendeals und werden von der Immobilienlobby bezahlt, um vor dem Bundesverfassungsgericht gegen bezahlbare Mieten zu kämpfen. Dass die Union kein Interesse an sozialer Politik hat, das können wir hier in Sachsen eindeutig eindrucksvoll sehen. Seit 30 Jahren regiert die Union hier und hat aus Sachsen eine Blaupause für den Turbokapitalismus gemacht. Hinzu kommt eine Polizei, die auf dem rechten Auge heftigste Sehstörungen hat. Und im Übrigen diese unsoziale und korrupte Politik, die hat die extreme Rechte stark gemacht. Und all diese Entwicklungen betreffen natürlich den ländlichen Raum, wo ich ja auch kandidiere, noch mal stärker. Abbau von Strukturen, Verödung von Innenstädten, fehlende Krankenhäuser und Abbau von Demokratieprojekten sind das Ergebnis. Und auf den Straßen laufen immer mehr Nazis rum. Ich frage, wem gehört das Land? Und ich sage, es gehört garantiert nicht den Nazis. Liebe Genossinnen und Genossen, tatsächlich müssen wir uns im ländlichen Raum, das haben wir heute schon gehört, mehr engagieren. Und ich, weil dort einfach auch die Mehrheit der Menschen sind. Wir brauchen einen Aufbruch, ja, aber wir brauchen einen, der alle mitnimmt. Ich will eine Linke, die das tut, die Neues wagt, ohne Altes zu vergessen, eine starke Linke im nächsten Bundestag. Denn ja, diese alte Parole, die Katja auch gesagt hat, je stärker die Linke, desto sozialer das Land, sie ist natürlich immer noch wahr. Und ich will Teil einer starken Linke im nächsten Bundestag sein, die für gute Arbeit kämpft und gegen Armut, gegen Niedriglohnsektor, für Kinder und Familien, für Geflüchtete und queere Menschen, für eine soziale Klimawende, für Frieden, für Freiheit, für Menschenrechte. Ich will mich im nächsten Bundestag auch für eine gerechte Steuerpolitik einsetzen, für eine, die der Mehrheit entlastet und die Minderheit belastet. Ich will dem digitalen Finanzkapitalismus jeden einzelnen Tag vors Schienbein treten. Denn wir müssen allen Menschen ein Leben in Würde ermöglichen. Das ist die Grundlage. Lasst es uns wagen. Ich bin Julia Schramm und möchte mit euch gemeinsam um eine starke Linke im Bundestag kämpfen. Danke.